Hallo, ich bin jetzt hier im Stadtpark. Favorite, so nennt man es heute. Hinter mir das Hotel, Restaurant. Aber der Name kommt natürlich von etwas ganz anderem, nämlich von einem großen Lustschloss, was hier gab. Ab 1700 hat man es gebaut, Lothar Franz von Schönborn. Und diese ganze Anlage hier hat eine wechselvolle Geschichte. Erst war es eben dieser Stadtparksbereich, dieser Lustschlossbereich mit Kavaliershaus, mit Reihenschlösschen, mit Orangerie, mit einem Porzellanhaus. Und er hat weitläufige Gartenanlagen angelegt mit Grotten und Springbrunnen. Und er hat auch einen Teil der Kartause mit einverleibt in diesen Garten. Das Gebiet hat er dann noch gekauft für 88.000 Gulden. Und man muss aber dazu sagen, es hat alles nur 100 Jahre gehalten. 1793 wurde dieser ganze Bereich bei der Beschießung der Stadt Mainz zerstört. Aber man hat noch Reste gefunden. Und zwar 1861 bei dem Bau der Hessischen Ludwigsbahn hat man, wir gehen mal hier ein bisschen näher, eine Figur gefunden. Das ist Herkules. Herkules wahrscheinlich aus einer Brunnenanlage. Man hat ihn ausgegraben, roter Sandstein, sein Attribut, die Keule und hier oben auch ein Löwenkopf, ein Teil des Löwenfelles hängt hinter ihm. Herkules oder Herakles, wie man ihn nennt. Er hat im Wahn 12 seiner Kinder ermordet und musste dafür eine große Strafe abtragen. Er musste 12 Herkulesaufgaben erfüllen und dann somit eben um die Sühne damit abarbeiten. Ja, und was wir noch haben in diesem Park, das war dann später in der französischen Zeit, nach der Beschießung der Stadt Mainz, der Richtplatz. Hier wurde auch Johannes Bückler, den man weitläufig als Schinderhannes kennt, hingerichtet mit der Guillotine und mit seinen Spießgesellen zusammen hier oben auf der Favorite auf dem Platz.